Hallo, ich bin Ulrich und es geht um YouTube als Selbstzweck. 3 Jahre mache ich jetzt schon YouTube. Das erste Video vom 30. November 2014 lege ich euch unten rein. So, ich weiß, dies ist ein Video, was eigentlich keiner guckt. Das mache ich eher für mich selbst. Stellt sich natürlich die Frage, ob man es überhaupt online stellen muss. So, es soll gehen: Ethik, Technik, Geld, was war, was ist, was wird. Und im Anfang, warum mache ich überhaupt YouTube? Ja, wie ging das Ganze los? Das Ganze ging damit los, dass ich beim Pilgern, Rucksack auf, von Leuten am Wegesrand gefragt wurde, wo ich herkomme, wo ich hin will, was ich überhaupt tue, wer ich denn bin und so weiter. Also, wer ich denn bin, kann man negativ verstehen, nein, im positivsten Sinne. Und da habe ich so überlegt, was machst du? Irgendwie so eine Art FAQ, meinetwegen auch Wiki, etwas höher tragend, wo diese Fragen, weil es auch immer dieselben Fragen sind, beantwortet sind. Gut, jetzt war ich kürzlich auf einer Veranstaltung mit anderen YouTubern und die sagten mir, ja, wenn mich die Leute das fragen würden, würde ich mir die Zeit gerne nehmen. Ja, gut, ich mache relativ viele Kilometer beim Pilgern. Das sagten die anderen da auch, als sie was von 35 Kilometer im einfachen Mittelwert hörten. Das ist noch keine Varianz, nur ein einfacher Mittelwert. Das sind natürlich Extremtouren mit bei und auch ganz kurze Touren. Ich lese die unten rein. Das ist kein Link zu YouTube, das ist ein Link zu gypsies.com, das ist der GPS-Blog, den ich betreibe. Sagten ja auch, blub, das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen hat man ja immer das Problem Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Aber es soll hier nicht Thema sein. So ist das Ganze entstanden. Dann hatte ich überlegt, eine WWW-Adresse auf eine Visitenkarte zu drucken und die denen bei Bedarf zu geben. Hat es kürzlich mal einen anderen Fall gegeben, das war auf der Tour Wilhelmshaven-Forelle. Ich rede ja immer von meinen Wilhelmshavener Freunden. Das Video ist nicht fertig. Da gab es ein, ich sage jetzt mal, Rentner-Ehepaar. Ich weiß es nicht, so gut kennt man sich nicht. Ich weiß nicht, ob es Rentner sind, ich weiß nicht, ob die verheiratet waren und und, aber es spricht von rein. Vom reinen Erscheinungsbild spricht einiges dafür, dass ich mit dieser Vermutung richtig liege. Sei es drum, die sind mit mir mitgegangen eine ganze Zeit. Und mit denen habe ich mich auch unterhalten und denen brauchte ich auch keine Karte zu überreichen. Vielleicht hätte ich es doch tun sollen, weil wir hatten ja da fast 5 Kilometer die Zeit, miteinander zu sprechen. Die mussten ihre Geschwindigkeit drosseln, weil so schnell bin ich nicht, aber das hat geklappt. In der Regel kommen die Gesprächspartner einem aber entweder entgegen oder sie wohnen am Wegesrand. Und darum kam ich auf die Idee, eine Art FAQ, eine Art Wiki zu machen. Und warum habe ich mich für YouTube entschieden? Es gibt doch auch Facebook, Twitter, WhatsApp, WordPress, Homepages. Bei WWW denkt man ja zuerst mal an Homepages. Hat es auch lange gegeben, www.volapük.de, www.autogastdank.de, www.esperantido.de, die habe ich lange betrieben, aber dann doch eingestellt, sie kosten vor allen Dingen Geld. Und es bringt eigentlich nichts. Guckt sich also auch kaum einer an. Und, aber was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen Facebook, WordPress, WhatsApp, Twitter im Vergleich zu YouTube? Das auf den Punkt gebracht. Bei denen muss ich schreiben. Da kommuniziere ich über das geschriebene Wort. Bei YouTube kommuniziere ich über das gesprochene Wort. Ja, ich weiß, bei YouTube gibt es eine Kommentarfunktion. Da herrscht entweder gähnende Leere oder ich habe mir gestern nochmal Bibi Beauty Place reingezogen. Da stehen dann so Kommentare mit 3 Xen drin oder einfach nur dies ein Kommentar oder. Da fragt man sich auch, was soll das? Wo ist der Sinn dieser Kommentarfunktion? Stelle man sich das da vor bei Facebook? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Natürlich weiß ich, bei Facebook kann ich mittlerweile auch Videos hochladen, aber so richtig kommt das nicht hoch, oder? Kürzlich ist Reklame. Wir haben jetzt heute Silvester, aber ist Reklame hochgemacht worden für die Videofunktion von Facebook? Da hat nämlich ein rechtsradikales Video hochgeladen, wo es um eine Beleidigung ging. Eine bessere Reklame kann man doch gar nicht machen, ne? Ich sage nur satanische Fernsehen von El Raschke. Hätte keiner zur Kenntnis genommen, wenn da nicht diese komische Dings da ausgesprochen worden wäre. Ja. So, soll aber hier nicht Thema sein.
Gut, das ist das, warum mache ich überhaupt YouTube? Zum einen, weil mir Sprechen mehr Spaß macht als Schreiben. Und entsprechend, das wäre jetzt die Frage, die sich noch stellt, da will ich aber ein eigenes Video zu machen. Warum laufen technische Videos auf YouTube so super gut? Warum läuft der Kanal Volapük so gut und die anderen Kanäle laufen nicht? Warum schreiben die YouTuber alle nicht? Habt ihr schon mal ein YouTube-Video gesehen mit einer Texteinblendung drin? Dann kommt ihr sehr schnell auf diesen gerade genannten Unterschied. Ethik. Ich weiß nicht mal, ob ich das hier richtig geschrieben habe. Ist aber auch egal. Außerhalb der Schule darf hier jeder so schreiben, wie er will. Der Duden ist bloß für Schüler verbindlich. Für mich ja Gott sei Dank nicht. Und diese Freiheit nutze ich rigoros aus. Wie sagt Reinhard Mey so schön, endlose Tango der deutschen Rechtschreibung. Ihr wisst von mir tausend Dinge, aber ihr wisst nicht, wie ich sie schreibe. Was für ein Glück, dass ich singe und somit ungelesen bleibe. Gut, bei mir lässt sich das nicht mehr ganz verhindern. Seitdem ich an dieses Whiteboard gekommen bin, musste ich auch ein bisschen schreiben. Gut, Textanwendung ohnehin. Beschwert sich schon mal einer, dass da ein Buchstabe zu viel ist oder auch mal einer zu wenig? Ja, sei es drum. Also das erste Jahr war ethisch eigentlich ein recht ruhiges Jahr. Da war nicht viel. Hat es da ein Dislike gegeben? Also, ne? Aktuell sieht es dann so aus, im zweiten und im dritten Jahr musste ich lernen, mit Dislikes umzugehen, aber auch mit diesen, ich sage immer, gepfefferten Kommentaren. Und da sind wir hier wieder bei dem Unterschied zu Facebook. Die sind zwar marginal, diese Unterschiede, aber es ist doch so, bei Facebook, ach Gott, ich habe ein Dislike gekriegt. Schmeiße ich mich hinter den Zug, springe ich aus dem Kellerfenster, geht mein Leben überhaupt irgendwie weiter. Bei YouTube, wenn man sich daran gewöhnt hat, sagt man, geil, ein Dislike hat den Wert von 1000 Likes. Oder? Hasskommentare, bei Facebook eine Straftat, bei YouTube gewollt. Mein schönster ist immer noch der Hurensohn, aber da steht auch in den Kommentaren, da musste ich mich auch dran gewöhnen. Im zweiten und im dritten Jahr jetzt überwiegend, dass da von Dummheit die Rede ist, von keine Ahnung. Und ich musste mich vor allen Dingen dann auch dran gewöhnen, den Algorithmus zu besänftigen, heißt, jeden Kommentar auch zu beantworten. Was macht man da? Wenn man mit einem Finger auf andere Leute zeigt, zeigt man mit drei Fingern auf sich selbst. Das ist dann so die Standardantwort. Aber einen Kommentar deswegen löschen, auch auf dieser YouTube-Veranstaltung, wo die anderen waren, wo ich auch erfolgreiche, die schon wirklich im fünfstelligen Abo-Bereich und irgendwo unterwegs sind, treffen konnte und mit denen reden konnte, habe ich dann festgestellt, ja. Die denken auch so, Hasskommentare gehören irgendwo einfach dazu. Das Dümmste, was man machen kann, ist die Kommentarfunktion ganz sperren. Sollte man nicht tun, weil der Algorithmus liebt diese Kommentare. Darum gehen eine Bibi Beauty Place auch hin und fordern auf, Kommentare zu schreiben mit irgendwelchen dummen Begründungen. Da kann man dann irgendwas gewinnen, wenn man einen Kommentar schreibt. Ja. Egal, was in dem Kommentar drin steht. Und so lesen sich diese Kommentare dann auch. Hatte ich schon in einem anderen Video mal angesprochen, dass Kommentare auch beantwortet werden müssen sie auch deswegen, also Kommentarfunktion grundsätzlich freischalten, aber sie müssen auch beantwortet werden, weil der Algorithmus zwischen euren und meinem Kommentar, meinen Antworten nicht unterscheidet. Da lege ich euch einen Link zur Computerzeitschrift CT unten rein. Ich würde es jetzt gerne hochhalten. Ja, ich habe hier eine Umstieg auf Linux. Das ist auch auf vom CT, vom Heise Verlag. Mal gucken, ich kann es auch in diese Kamera nochmal halten. Ja. Ne? Und die haben beschrieben, wie der YouTube-Algorithmus so reagiert, was man so drüber weiß. Was ist Ethik? Was wird kommen? Da wird es erstmal so weitergehen, dass ich jetzt erstmal gelernt habe, mich mit der RAW-Datei auseinanderzusetzen, dass ich die Reklame eingeschaltet habe. Auch das ist eigentlich Ethik. Beziehungsweise, ja, Geld auch, aber in erster Linie ist es Ethik. Es geht darum, den Algorithmus zu besänftigen. Ich finde es jetzt so piepen, wenn ich im Rahmen der Privatinsolvenz über meine Freunde von der AXA Colonia rede. Und niemand Geringeres als diese Versicherung macht genau vor meinen Videos Reklame. Ich finde es zum Piepen. Es hat sich aber auch ergeben,
dass man aber mein eigener Arbeitgeber macht Reklame auf meinem YouTube-Kanal. Auch das finde ich zum Schießen. Bei meinem Hauptkanal, den Pilgern, hatten wir ja hier, warum überhaupt YouTube, musste ich dann auch feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, denen da die Reklame zu aktivieren. Der steht seit Wochen auf Warten und irgendwie tut sich da auch nichts. So, dazu gehört dann auch die Frage, wie viel Zeit habe ich? Technikvideos, okay. Insolvenz, ja, okay, da wollte ich drüber reden. Pilgern, deswegen bin ich ja überhaupt angefangen. Und YouTube als Selbstzweck, ja. Und dann wollte ich eigentlich auch Verkehrswege noch machen. Habe ich auch gemacht, habe ich wieder rausgenommen. Ich wollte noch, ihr seht ja, dass ich meistens in recht ausgefallenen Klamotten hier stehe, meist in Turnanzügen. Habe ich auch nie angefangen. Kochen ist so ein Thema, ja, ich weiß, da ich lange in WGs gewohnt habe, dass meine Mitbewohner meine Art zu kochen immer ganz lustig finden. Das könnten lustige Videos werden, die Zeit ist aber begrenzt. Ich habe jetzt schweren Herzens Autogas wieder mit dazu genommen, zum einen auch um das so ein bisschen so zu pushen, weil ich sehe natürlich, wenn die ganzen Tesla-Fahrer dummes Zeug erzählen können, kann ich über Autogas auch dummes Zeug erzählen. Die Kommentare sind entsprechend. Gut. Technik sieht so aus. Angefangen tut man natürlich mit einer Webcam. Erstmal. Da ist erstmal alles drin. Damit kann man wirklich auch immer noch anfangen. Ich weiß, wenn ich die Top 100 YouTuber so höre, hier www sowieso hat gefragt, was muss ich tun, um erfolgreich zu sein, dann erzählen die, du brauchst 2 Mille für eine Kamera, 2 Mille für Licht, 2 Mille für Ton, 2 Mille für Schnitt und nochmal 2 Mille für sonstiges, 10.000 Euro, dann kannst du anfangen. Ich weiß immer nicht, ob die das selbst glauben oder ob die das eher machen, um sich Konkurrenz vom Hals zu halten. Das vermag ich wirklich nicht. Wirklich nicht zu sagen. Ja, ich muss so ein bisschen die Zeit im Blick halten. Ich habe in der einen Kamera eine 2-Gigabyte-Karte. Ich weiß nicht, ob die das wirklich glauben. Oder ob die das wirklich nur machen, um sich Konkurrenz zu... Ich weiß es nicht. Fakt ist aber natürlich, man fängt irgendwann an aufzubauen. Im ersten Jahr war ich dann erstmal damit beschäftigt, einen Computer zu bauen, mit dem ich überhaupt schneiden konnte. So sind die Technikkanäle entstanden. Der Technikkanal Volapük ist genau so entstanden. Das ist ja auch der, der am erfolgreichsten läuft im Moment. Absolut betrachtet, ja. Relativ betrachtet ist es eigentlich sogar ein Misserfolg. Die Abonnentenzahl gehen zwar nach oben oder sind steil nach oben gegangen die letzten 2 Monate. November, Dezember, Oktober, November, Dezember, 3 sind es eigentlich, ja. Im Verhältnis zu den Top 100 YouTubern ist die Spanne aber eher größer, die Schere weiter aufgegangen, größer geworden. Somit ist es eigentlich gar nicht ein Erfolg, sondern eigentlich sogar ein Misserfolg. Oder? Absolut betrachtet ist es auf jeden Fall nach oben gegangen, deutlich nach oben gegangen. Mit den Technikvideos. Warum laufen technische Videos auf YouTube so gut? Ich habe dann im ersten Jahr auch gemerkt, der Ton macht die Musik. Die Kamera ist gar nicht so wichtig. Das geben auch die ersten Leute, die jetzt schon auf 4K setzen, geben das durchaus zu. Dass sie dieses Video, was sie hochladen und das, was sie zurückkommen, dass da deutliche Qualitätsunterschiede drin sind, ist auch kein Wunder. YouTube unterstützt noch gar kein 4K, das ist sogar ganz offiziell, sondern da ist bei Full HD die Grenze erreicht. Und was man auch immer übersieht, man weiß ja wenig über den Empfänger. Ich hatte kürzlich hier gesessen und zu Linux was erzählt. Ich kann die Betriebssysteme kann ich sehen im Analytics, mit denen ihr zuguckt. Und die Linux-Systeme, das ist der Zugriff mit Linux-Systemen, ist so gering, dass ich fast sagen würde, das sind meine eigenen Zugriffe. Alle können das nicht sein, alle Linux-Zugriffe sind nicht erklärt, aber viele damit. Gut, aber ich sehe dann ja immer noch nicht, was habt ihr für einen Monitor dran, was habt ihr für eine Grafikkarte dran, könnt ihr mit 4K überhaupt was anfangen, wenn ich den 4K machen würde? Das sehe ich ja alles erstmal nicht. Und vor allen Dingen, man sieht ja gar nicht, mit welcher Leitung die Zuschauer am System hängen. Und wenn da adaptives Streaming eingreift, weil zum Beispiel so wie in Hamburg, in so einer WG mit 10 Leuten, die anderen auch gerade alle die Tabulen gucken,
geht mit Linux nicht, da bin ich immer so schön davor. Dann geht halt irgendwo die Datenbreite in die Knie und dann reduziert YouTube die Bildqualität. Bis dahin, dass das Bild stehen bleibt, also einfriert, wie man sagt, und der Ton läuft. An dieser Stelle gibt es einen Schnitt, weil ich die SD-Karten wechseln muss. Das erste Jahr war, wie gesagt, dadurch geprägt, überhaupt erstmal einen schnittfähigen Computer zu bauen und darüber zu bloggen, und so ist der Technikkanal entstanden. Das zweite Jahr war dann geprägt dadurch, dass ich gemerkt habe, bei YouTube macht der Ton die Musik. Zoom Q4 angeschafft als Mikrofon, Licht angeschafft. Es sind immer noch einfache Baustellenscheinwerfer, der eine steht da unten. Darum bin ich hier auch ein bisschen geblendet. Ja, hat sich eine Menge dran getan. Das dritte Jahr war jetzt dadurch geprägt, effizienter zu arbeiten. Einen zweiten Computer, mit dem ich gleichzeitig rendern kann, dass ich die Videos, viele Videos stehen für YouTube auf dem Kopf, die muss ich dann erst drehen um 180 Grad. Und das ist EDV-technisch ein sehr großer Aufwand. Ich kann mit meiner EDV ganze vier Videos gleichzeitig drehen und dann sitzt man da und ist quasi gezwungen, erstmal den Fortschrittsbalken zu gucken. Mehr schaffen die CPUs einfach nicht. Im kommenden Jahr wird es nicht, das juckt zwar natürlich in die Finger, jetzt mit Reisen da und AM4 einzusteigen und da weiterzuarbeiten. Nein, ich musste jetzt wirklich die Entscheidung treffen, es wird hier wieder an den Ton gehen. Ich bin ja umgezogen, in Hamburg war es ja so, da hatte ich mein 10 Quadratmeter WG-Zimmer. Dann gab es noch zwei Sozialräume, in denen ich mal ab und zu aufgenommen habe, bloß da musste man auch schon immer wieder damit rechnen, dass ein Mitbewohner durch den Raum geht. Auf alle Fälle bin ich platztechnisch dadurch natürlich explodiert und habe hier ein ganz anderes Problem. Zeige ich euch mal eben. Und zwar habe ich hier gerade mal einen offenen Kleiderschrank gebaut. Die Waschmaschine, die da unten steht, ist mir natürlich ein Dorn im Auge, aber die darf ich nicht wegschmeißen. Offener Kleiderschrank heißt, da sind die Klamotten drin, die eigentlich für die Altkleidersammlung bestimmt waren. Aber zumindest ist die nackte Wand schon mal weg. Gut, die Ecke kennt ihr. Die Winterreifen kennt ihr auch. So, die Ecke, das sind Krempelregale. Wir sind in einem Kellerraum. Ja, und das ist ähnlich wie mit der Waschmaschine. Was da steht, wird am Sankt-Nimmerleins-Dach ja auch noch stehen, aber ich darf es nicht wegschmeißen. So, hätten wir die Wand da hinten. Da habe ich die Tegu-Metallregale. Gut, da ist noch eine Glasscheibe. Und das sind hier die Chaos-Arbeitsplätze, wo ich so die ganzen Adventskalender aufnehme. Können wir auch mal eben drauf gucken. Ja, und von hier guckt man dann halt da hinten wieder hin. Gut, so sieht das hier aus. Was kann man jetzt machen? Man kann zum einen noch mal mit so ein paar Schallabsorbern da was versuchen. Zum einen, wenn ich Videos natürlich in meinem Zimmer aufnehme, da ist natürlich Teppichboden und so weiter drin, hier unten kann ich bloß an die Wand vielleicht nochmal irgendwie Absorber bauen, dass die Tür wegkommt, Teppichboden rein, hinten vor diese Regale einen Vorhang vormachen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich die Element, diese Tegu-Metall-Regale hier draußen habe. Bei der Waschmaschine, da muss ich nochmal gucken, wo ich die lasse. Aber auch das sind alles Maßnahmen, die erstmal kosten, und das sind die Maßnahmen, die fürs kommende Jahr geplant werden. Geld steht hier noch dran, ja. Das ist so ein Thema, Geld verdienen mit YouTube, da könnte man ein eigenes Video zu machen. Einmal heißt es ja, Reklame auf jeden Fall einschalten. So, heißt aber nicht, dass man ein AdSense-Konto haben muss. Habe ich auch nicht, ganz bewusst nicht. Dann gibt es ja hier das Abo und hier sammle ich Freunde. Allein die Worte Freund und Abo beinhalten ja schon einen ganz anderen Bezug zum Geld. Anfangs hatte ich die Reklame an, was war, mit dem Hintergedanken, ja, wenn der Kanal mal einen Huni abwirft, sage ich nicht nein. Zwischenzeitlich hatte ich die Reklame abgeschaltet, weil mir klar wurde, Aufwand und zu erwartender Ertrag stehen in keinem realistischen Verhältnis. Und das ist auch der Blick hier in die Zukunft. Was wird? Reklame wird anbleiben, weil der Algorithmus sie liebt. Ein Video, was nicht monetarisiert ist, bestraft der Algorithmus, indem er es erst auf Seite 2 und auf Seite 3 anzeigt. Wer guckt dahin oder ganz, gleich ganz ignoriert.
Da war ich dran. Also, was ist da los? Eins muss uns klar sein: AdSense-Einnahmen, also YouTube-Einnahmen, sind einkommensteuerpflichtig, die sind mehrwertsteuerpflichtig, die sind gewerbesteuerpflichtig. YouTube ist ein ausländisches Unternehmen. Ihr kommt unter Umständen mit Einfuhrumsatzsteuer, mit Doppelbesteuerung in Berührung. Bedenkt weiter, und das ist bei mir der Grund, dass das Hartz IV relevant ist, dass das Kindergeld relevant ist, dass das, wenn ihr Insolvenzgeld kriegt oder mit Privatinsolvenz zu tun habt, da relevant ist. Dass das Nebeneinkunft ist, wenn ihr Anlage N macht, also voll beschäftigt seid irgendwo, dass das eine Nebenerwerbstätigkeit ist, die dem Arbeitgeber eventuell angezeigt werden muss und so weiter. Da hängt so ein Rattenschwanz dran, dass das folgende Konsequenz hat. Der Steuerberater sagt, 200 Euro im Jahr. Für einen normalen, abhängig Beschäftigten ist das, denke ich, ein fairer Betrag. Und wenn du da aber ankommst und sagst, ja, ich habe aber noch YouTube-Einnahmen, dann sagt er sofort 400 Geldeinheiten oder 600. 400 ist immer noch fair, weil da muss er eine GSE und eine IÖR fertig machen und so weiter. Und das muss ich alles refinanzieren, dass ich mir gesagt habe, noch dazu redet bei mir der Insolvenzverwalter. Oder die Insolvenzverwalterin, das ist eine Frau, die redet bei mir da ja auch noch mit. Und die sieht das aber genauso wie ich. 100 Euro im Monat bzw. 1000 Geldeinheiten im Jahr müssen da Minimum bei rauskommen, sonst ist es eigentlich ein Zusatzgeschäft. Es lohnt nicht. Das geht schon damit los, EÜR, Einnahmeüberschussrechnung, 3-4-Rechnung heißt es auch. 3-4 ist Paragraph 4 Absatz 3 irgendeines Paragraphen Einkommensteuergesetzes, das glaube ich. Aber ich hatte ja bei Ethik schon gesagt, darum steht ja extra drin unten oder oben, dies ist ein persönlicher Blog, der meine Meinung darstellt, das hier gesagt ist nicht zwingend auf andere Fälle übertragbar. Also das muss FAQs, das muss nicht richtig sein, was ich sage. Meine Meinung nur, und die darf ich ja frei äußern, die kann durchaus, die muss zum einen nicht mehrheitsfähig sein, die darf aber auch durchaus falsch sein. Steht ja nirgendwo geschrieben, dass man eine Meinung haben muss, die stimmen muss. Gut, EÜR heißt, ihr müsst einmal eine Rechnung machen fürs Finanzamt, wo ihr die Ausgaben drauf habt. Und seid mal ehrlich, wenn ihr mal guckt, was so ein Mikrofon kostet, allein was ich hier jetzt gerade im Raum gezeigt habe. Ich habe hier brauche ungefähr 6x4 Quadratmeter Teppich, da bist du 250 Euro quitt. Ich habe kürzlich mal im Baumarkt geguckt, was mögen so Gardinen kosten, um die Regale da zu verschleiern. Da bist du nochmal 52 Euro quitt. Zoom Q4 oder Zoom Q8 kostet nochmal eigentlich 500, 600 Euro. Im Moment gibt es die für 300 Euro. Großmembranmikrofone 300 Euro. Verstärker, die es braucht, 300 Euro. Hatte ich gerade vorgerechnet. Computer hochrüsten auf Reisen AM4 Plus DDR4. Da bist du 600 Euro quitt. Das ist die Ausgabenseite. Dann habt ihr noch keine SD-Karte, dann habt ihr noch keinen Scheinwerfer, dann habt ihr noch keinen Greenscan. Dann habe ich jetzt kürzlich bei Heise, sind wir wieder hier bei denen, die haben so einen Kurs Greenscan online. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich muss mal gucken, ob ich die Bezugsquelle unten reinlege. Der kostet auch alleine 30 Euro. Der ist sein Geld aber allemal wert. Es geht nicht nur um Greenscan. Da geht es, also Greenscan an sich ist ja, dass man hier eine Traverse hinstellt, einen grünen Teppich hier hinlegt. Viel mehr ist es ja grundsätzlich nicht. Aber es geht dann ja weiter. Kameras müssen passen und die behandeln sogar kurz eben das. Kameras müssen passen, Licht muss vor allen Dingen passen. Und beim Thema Kamera stellt sich auch immer die Frage nach dem Ton. Das will ich aber ausgliedern, der Ton auf YouTube. Da möchte ich auch immer noch mal ein eigenes Video zu machen, was ich dazu denke. Auch was ich dazu denke, dass es von den üblichen Verdächtigen Sony, Panasonic, Canon keine vernünftigen Kameras mit einem vernünftigen Mikrofon drin gibt. Ist traurig, aber ist so. So, also ich bin zu dem Schluss gekommen, Geld und was wird. Solange wie ich nicht realistisch auf irgendwie 1000 Geldeinheiten im Jahr an Einnahmen komme, brauche ich kein AdSense-Konto zu aktivieren. Reklame ja, weil der Algorithmus das mag. Technik bzw. Ethik, je nachdem, wo ihr das einsortieren wollt. Das deckt nicht mal die Kosten, die der Steuerberater dadurch verursacht. Nicht mal die. Seid euch darüber bewusst. 3 Jahre sind um.
Eine Frage stellt sich natürlich, was mache ich mit den ganzen alten Videos? Ich habe kürzlich Videos von 2012 freigestellt, meine wirklich ersten drei Experimente. Die ersten beiden sind wirklich dermaßen experimentell, dass ich am Überlegen bin, sie auch zu löschen. Das erste Video von 2012, was ich nicht für YouTube gemacht habe, das habe ich zusätzlich auf YouTube hochgeladen. Dann habe ich 30. November, das ist das erste offizielle Video. Es hat noch ein Experiment, im Jahr 0 hat es noch ein offizielles Experimentiervideo gegeben. Im Prinzip ist aber das Experimentiervideo November, Dezember, Januar, Februar, weiß ich gar nicht mehr. Nee, das waren viermal hintereinander das gleiche Video. Da müsste ich auch mal dringend ausdünnen. Gerade was so diesen ganzen alten Kram angeht. Andersrum frisst er natürlich kein Brot. Womit wir wieder beim Thema Geld werden. Nee. Warum liebt der Algorithmus diese Videos, die monetarisiert sind, so sehr im Vergleich zu denen, die nicht monetarisiert sind? Ganz einfach, wenn ihr ein Video hochladet, kostet das Geld. Wenn ihr es euch anschaut, muss das bereitgestellt werden. Das kostet Geld, das kann nur über Reklame refinanziert werden. Stimmt nicht ganz. Man kann bei YouTube auch noch andere Dienstleistungen kaufen. Aber ich denke mal, im Vergleich zu dem AdSense, zu der Reklame spielen weitere Dienstleistungen bei YouTube für das Unternehmen an sich kaum eine Rolle. Gut. Thementechnisch wird es, denke ich, so weitergehen wie bisher. Pilgern. Einmal mit Videos von den eigentlichen Touren. Die sind eigentlich immer recht langweilig. Was sieht man da? Man marschiert durch den Wald, man marschiert auch mal auf einer Hauptstraße links den Autos entgegen. Inhaltlich da natürlich wieder, auch da stellt sich heraus, so allmählich kristallisiert sich heraus, dass so bestimmte Videos, generelles zu europäischen Fernwanderwegen, muss ich von Zeit zu Zeit offensichtlich wirklich neu aufnehmen. Da stellt sich dann wieder die Frage, löscht man die alten oder lässt man sie drin? Nachträglich, ich würde dann gerne einen Text nachträglich drüber blenden, das geht aber so einfach nicht. Also in die Kommentarfunktion schreibe ich es dann schon rein. So, lässt sich beliebig so weiter fortsetzen. Privatinsolvenz, da wird es auch so weitergehen wie bisher, dass ich grundsätzlich erstmal einen ganz normalen Blog mache, was mir so passiert. Da gibt es ja momentan den Eingläubiger, hatte ich schon erwähnt, AXA Colonia, die mich versuchen aus der Privatinsolvenz zu kicken und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Was heißt Geld? Wir wissen alle, 50 Millionen sind Peanuts. Und wenn wir die 10.000 in die Hand nehmen, dann tut denen das nicht wirklich weh, nur um mich zu ärgern. Aber das meinen die ernst. So, da wird es also als Tagebuch im Sinne vom Blog weitergehen und inhaltliche Fragen, wenn welche an mich herangetragen werden, werde ich da natürlich auch in Form von FAQs nach wie vor aufgreifen. YouTube als Selbstzweck, ja, mache ich mal so, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, aber momentan auch modern. Wirklich geguckt werden die Videos sowieso nicht. Da ist, weiß jeder, bei dem Thema weiß offensichtlich wirklich jeder alles besser. Das ist ja hier das Thema, ich habe auch viel Lehrgeld bezahlen müssen in all diesen Themen, bis das alles so lief. Ja, und das hatte ich ja schon gesagt, geht es nach oben von 42 auf 142? Ja, wenn ich mal angucke, was so die Top 100 YouTuber, als ich angefangen habe, da reichten noch 500.000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, reicht heute noch 1 Million für Top 100 YouTuber? Also da ist durchaus eine Inflation drin. Das merke ich sehr deutlich. Themen. Autogas habe ich mit dazu genommen, mit dem Hintergrund, wenn die Leute über ihren Tesla dummes Zeug erzählen, darf ich über Autogas auch dummes Zeug erzählen. Aber das ist mehr nicht so ganz ernst zu nehmen, das macht man so mit. Ich weiß, es wird geguckt. Auch dort, wenn ich einfach was zu erzählen habe, ja, das meiste sind aber so FAQs, so Fragen, die an mich herangetreten werden. Auch oder gerade, was wirklich dazu ist, Autogas-Veteran, 30 Jahre Gaserfahrung, hat in Deutschland nicht jeder. Wer einen gewissen Teil haben will, darf es gerne machen. Und wenn es keiner wissen will, ist mir auch egal. Technikvideos war immer schon, das ist der Kanal, der mit Abstand am besten läuft. Und da kommt lange gar nichts.
Gerade dieses Jahr ist er nach oben geschossen. Da geht es um die Adventskalender und allgemein auch um Technik, dann um Brennstoffzellen. Da gibt es ja so von Konrad Franzens so Lernpakete, was die Leute sich angucken. Aber es wird sich generell nicht das angeguckt, was ich gerne geguckt haben möchte. Das ist noch so ein Problem, wo ich dran arbeite, wo ich es auch noch nicht weiß. Und das ist das Thema Dislikes. Das ist etwas, was mir am meisten am Herzen brennt. Aber wir drehen uns jetzt im Kreis. Vieles habe ich ja schon angesprochen. Vieles habe ich ja schon angesprochen. Ich kann an einem Dislikes nicht erkennen. Meint ihr mich persönlich, mein Äußeres? Nicht rasiert, nicht frisiert. Ich kann es nicht erkennen. Technische Probleme. Die Kamera ist kein Full HD, weiß ich auch. Der Ton hier, halt. Alles Gründe für ein Dislike. Ich erzähle gerade dummes Zeug, hatte ich ja gerade gesagt. Beim Thema YouTube als Selbstzweck weiß jeder Bescheid. Ja, und so weiter. Alles Gründe für ein Dislike, die man an einem Dislike nicht differenzieren kann. Da bedarf es dann noch weitere Kommentare. Wenn ich YouTube wäre, würde ich das auch dahingehend ändern, dass man, wenn man ein Dislike gibt, auch sofort gefragt wird, zumindest warum. Ob das einen ethischen Grund hat, einen technischen Grund oder einen inhaltlichen Grund. Dass man es zumindest ein ganzes bisschen eingrenzen kann, was da eigentlich los ist. Aber so nützt es an nichts. Gut. 3 Jahre YouTube. Hätte ich anfangs so nicht doch gedacht schon, aber dass es so läuft, wie es jetzt läuft, das war schon so ein bisschen überraschend. Mal gucken, wie es weitergeht. 2 Tiefen hat es dieses Jahr gegeben. Einmal, dass ich ein Video machen musste, trotzdem ich keinen Bock drauf hatte. Und einmal, dass ich ein Thema wirklich nicht gefasst habe mehr, dass ich einfach nicht mehr rechtzeitig fertig hatte. Das hätte ich auch anfangs nicht gedacht. Aber ein Eid steht. Wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, will ich aufhören. Aber noch sieht es ganz gut aus. So, soll es jetzt aber gewesen sein. Viel Blablabla für ein Video, was eigentlich sowieso keiner guckt. In diesem Sinne, tschüss.